So, und das ist der Berghang. Wenn ich hier das aktiviere... Ah, gibt es hier noch eine Stelle? Wo wir lang gehen können? Weiß gar nicht, habe ich die immer übersehen? Früher? Ja, überfallene Karawanen sind sogar markiert. Oh. Warum denn ich? Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen. So, Kegane hat schon mal einen Punkt wieder regeneriert. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Ich brauche in Ordnung. Ja, wie ihr wünscht. Okay, jetzt dürft's hier aber nicht mehr weitergehen. Doch, da oben noch ein Stück. So, das war's jetzt aber wirklich. Ja, den Bereich können wir nicht betreten. Gehen wir wieder hier hoch und gehen mal hier die Weltkarte raus, um zu gucken, was in der Richtung ist. Oh, Kegane hat nochmal einen Lebenspunkt regeneriert. Das ist dann halt auch praktisch für ihn, wenn wir rasten, sollte der eigentlich immer voll werden danach. Ah, Larswood. Larswood und Peltvale. Wobei wir im Pathway ja schon waren. Wie ihr wünscht. So, eure Waffen sind noch alle tippitoppi. Was passiert, wenn ich dir noch ein Langschwert... Das würde deinen ETW verschlechtern. Wir können ja jetzt mal mit dem Ork-Paladin reden und gucken, wie der so drauf ist. Aber im Augenblick kann ich ihn nicht mitnehmen, weil mein Ruf sollte nicht schlechter als 7 werden. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen. Nur zu fragen. Jetzt machen wir mal einen Quicksave und reden mal mit ihm. Das wurde auch Zeit. Bringt mir noch einen Krug Schwarzbier. Ich bin nicht euer Diener oder euer Schwarzbier selber. Warum belästigt ihr mich dann? Verschwindet! Nichts lieber als das. Tagebucheintrag, wie unhöflich. Ein grübender Halborg im freundlichen Arm hielt mich für einen Bediensteten. Ich war darauf dran, ihm zu sagen, wo er seine krumme Zähne hinstecken kann. Entschied mich aber doch dagegen. Er sieht wie jemand aus, dem Kampf nützlich sein kann. Vielleicht helfe ich ihn unter besseren Umständen wieder. Hört gut zu. Wenn ihr mich weiter belästigt, werde ich euch das Genick mit bloßen Händen brechen. Geht! Jetzt! Okay. Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Du bist besser in der Stabilität, als diese Steinmauern vorzeigen.
Danke, dass ihr mir zurückgebracht habt. Ein unheimlicher Kerl, dieser Soga, findet ihr nicht? Ihr habt hier 95 Goldmünzen für Mühe und ein neues Geschichtsbuch, das ich gerade fertig habe. So, Level Up für Imoen. Ja, hauptsächlich Schlösser öffnen. Schatten bewegen könntest du auch gut vertragen. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Haben wir hier eigentlich alle Schlösser schon geöffnet? Na komm. Nö. Das Schloss klappt leider nicht. Noch nicht. Okay, hier steht einer rum. Da können wir nicht plündern. Die Schlösser sind hier ziemlich gut gesichert. Ja. Worum, wie ihr wünscht. Schloss knacken ist zum Glück nicht illegal. Ihr braucht nur zu fragen. So, Landrin. Ein dicker Hammer wird die Banditen schon erledigen. Ich bin so froh, dass ich wieder nach Hause kann. Bentley ist ein netter Mann, aber man soll Hilfsbereit schon nie so sehr ausnutzen. Hier sind die 120 Goldmünzen für Römmel. Ich nehme euch die alten Stiefel eben ab. Was ist mit den anderen Sachen? Du bist besser in der Stabilität. Ah, mein Wein. Hier habt ihr eure 75 Goldmünzen. Danke, dass ihr die Spinnen vernichtet habt. Hab ich vergessen, die Spinnenbeine einzusammeln? Wenn ja, dann. Das ist doof. Dann ist es aber so. Weil ich möchte das nicht alles jetzt nochmal machen. Nur weil ich den Spinnenkörper vergessen habe, einzusacken. Ja? Ich liebe Wie kann ich essen. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Außer natürlich der despawnt nicht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Weil wir haben jetzt schon den 12. Tag und ich glaube, nach einem Tag oder so despawnt das Zeug. Wenn ja, dann ist das jetzt einfach Pech. Ich hätte aber schwören können, ich habe den Spinnenkörper aufgesammelt. Habe ich wohl doch nicht. Ihr braucht nur zu fragen. So, das finden wir ja gleich raus, ob er noch da drin liegt oder nicht. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Ich muss mich ausruhen. So, die Leute sind gleich da angekommen.
Der Spinnenkörper liegt tatsächlich noch hier rum. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also entweder ist die Enhanced Edition so nett und lässt Questgegenstände nicht despawnen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oder die Spawnzeit ist gestiegen. So, wenn ich so hier nachgucke. Ja, ganze 75 Goldmünzen für Landrin 2. Das muss ein guter Jahrgang gewesen sein. Oder ein teuflisches Eigengebräu. Und es hat sich Münzen in harter Goldwährung für ein paar alte Stiefel. Das war in jedem Fall eine gute, ein gutes Geschäft, trotz der Kreaturen, die sie bewacht haben. Mhm. Ja. Im Ödland südlich von Berigos gibt's Hobgoblins. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Der Ork ist immer noch da. Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Kleine Pause geht in Ordnung. Ein dicker Hammer wird die Banditen schon erledigen. Ihr habt alles erledigt, worum ich euch gebeten habe. Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr habt eure Belohnung wahrlich verdient. Ja, Spinnenkörper, Gold und Erfahrung. So. Das heißt, Landrins Habseligkeiten sind von hier komplett verschwunden. Ihr habt alle Aufträge erledigt, die Landrin. Ich habe alle Aufträge erledigt, die Landrin mir mitteilte. Mir erteilt hatte. Ja. Südlich und südwestlich der Stadt sind Halboker. Und Hobgoblins im südlichen Ödland haben Stiefel geklaut. Ich habe aber noch keine Stiefel. Oder habe ich schon Stiefel und die irgendjemandem gegeben? Nein, habe ich nicht. Worum geht ihr? Braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Dann verkaufen wir mal den Brief mit dem Kopfgeld, können wir verkaufen. Den Gürtel wollen wir behalten. Oh, da ist ja ein mittlerer Schild noch übrig. Den könnten wir unserer Priesterin geben. Langschwerter behalten wir mal. Ah, der Dolch kann aber weg. Der Kampfstab. Ich wüsste gerade niemanden, der den bräuchte. Wie sieht es denn mit Rüstung und so aus? Sie trägt sogar schon eine Robe des Reisenden. Was schon mal praktisch ist. Sie trägt eine normale Lederrüstung. Eine beschlagene. Er trägt ein Kettenhemd. Sie trägt auch nur einen beschlagenen Lederwams. Aber ja, er kriegt gerne einen Ankeckpanzer. Und sie muss stärker werden, damit sie das Ding tragen kann. Steht da was von... Ja, Mindeststärke 12. Okay. Dann behalte du den Marquis Gain. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, ach ja, und rasten wollte ich auch noch. Ja, warum denn ich? Ja, das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht.
Ich bin ganz in Ordnung. Wie kann ich helfen? Wie meine ihr Schenke wünscht. Steht allen offen, die sich anständig benehmen.